Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg zu dieser Miniserie mit dem Titel Was ist eigentlich? Ich erkläre euch in dieser kurzen Video, in ganz kurzen Videos, maximal 2 Minuten, Begriffe rund um das Thema Photovoltaik, Sonnenstrom. Und los geht's mit der Frage, was ist eigentlich ein Solarmodul? Ich habe dir mal eins mitgebracht. Ein Solarmodul ist also so ein Ding, etwa 1 Meter breit und 1,60 Meter hoch und besteht aus einem Aluminiumrahmen und ganz vielen Solarzellen, die hier aufgebracht sind. Dieses quadratische Teil hier ist eine Solarzelle und die silbernen Linien, die ihr hier sehen könnt, das sind die Verbindungen von Zelle zu Zelle. Über diese feinen Drähte läuft der Strom zu den Sammelschienen und von einer Zelle zur nächsten. Jede Zelle erzeugt eine Spannung von ungefähr 0,5 Volt und einen Strom von ungefähr 8 bis 9 Ampere unter besten Bedingungen. Alle Zellen eines Moduls zusammen, da seht ihr es nochmal im Überblick, bilden also ein Solarmodul, das man sich dann an den Balkon oder aufs Dach installieren kann, um eigenen Strom zu erzeugen und den ins Netz einzuspeisen. Und wenn ihr noch mehr zum Thema, was ist eigentlich rund um das Thema Photovoltaik wissen wollt, dann guckt euch einfach die nächsten Folgen an. Viel Spaß dabei. Ciao, ciao.